Es ist gut, einen Hut zu haben, gut behutet, behütet zu sein. Es ist schlecht, etwas am Hut zu haben mit bestimmten Dingen, Überschuldung oder Krankheit oder etwas am Hut zu haben mit Delikten. Es ist gut, wenn man jemand hat, der den Hut vor einem zieht und so Respekt erweist, Hochachtung hat vor dem anderen. Wir alle haben viele Hüte auf, in der Familie als Familienvater, in der Firma als Vorgesetzter, in der Schule als Schülersprecher. So viele Hüte und manchmal jonglieren wir mit diesen verantwortungsvollen Aufgaben auch. Es wäre so gut, wenn wir dabei gut behutet, gut behütet wären von einem, der den Hut vor uns zieht, der uns Respekt und Wertschätzung entgegenbringt. Genau das feiern wir heute im Gottesdienst. Gott, der den Hut vor uns zieht. Gott, der etwas am Hut hat damit, dass er uns behüten will. Wir feiern diesen Gottesdienst, weil Gott uns Gutes tun möchte. Freuen Sie sich mit mir auf einen ganz interessanten Menschen, Gottfried Heinzmann. Er hat den Hut auf bei den Zieglerschen, ist Vorstand in diesem diakonischen Werk, das hinter den Fernsehgottesdiensten Stunde des Höchsten steht. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Und wir feiern diesen Gottesdienst miteinander im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam ein erstes Loblied singen. Lade Sie ein, dass wir Psalm 45 zusammen beten, ein Gebet, das an Gott als den König gerichtet ist. Mein Herz dichtet ein feines Lied, einem König will ich es singen. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet für ewig. Es möge dir gelingen in deiner Herrlichkeit, zieh ein Heer für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hast gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinem deinesgleichen. Ich will deinen Namen kundmachen von Kind zu Kindeskind. Darum werden dir danken die Völker, immer und ewig. Musik.
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Guter Gott, Vater im Himmel, wir sind gut behütet von dir. So oft haben wir nichts am Hut mit dem, was du uns sagst, wehren uns dagegen, sind weit entfernt. Aber es liegt an dir, dass du neu auf uns zukommst, dass du dich gnädig und barmherzig erweist und uns Gutes tust. Komm zu uns. Du weißt, wie oft wir verschiedene Hüte aufhaben, was uns Schwierigkeiten macht, uns manchmal überfordert. Nimm uns unter deinen guten väterlichen Hut, behüte uns, schütze uns, richte uns neu aus in diesem Gottesdienst durch dein gutes Wort. In Jesu Namen. Amen. Freuen Sie sich mit mir auf einen besonderen Gast heute in der Stunde des Höchsten, nämlich denjenigen, der bei uns in den Zieglerschen den Hut auf hat, weil er der Chef ist und das Sagen hat. Pfarrer ist er und Familienvater und in der Zwischenzeit auch leidenschaftlicher Diakoniker. Freuen Sie sich mit mir auf Gottfried Heinzmann. Herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Und stimmt das, dass er in der Zwischenzeit auch leidenschaftlicher Diakoniker ist? Er musste noch einiges lernen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das kann man als Pfarrer nicht so aus dem hohlen Bauch raus. Da gab es von meiner Genese her als Gemeindepfarrer gestartet und dann eher für Jugendarbeit zuständig in der letzten Berufsphase, doch einiges Neue zu entdecken in der Diakonie. Sind es da ganz andere Menschen als jetzt in der Kirchengemeinde zum Beispiel oder damals im evangelischen Jugendwerk? Wie würden Sie Diakonie-Mitarbeiter bezeichnen? Andere Menschen sind das nicht, aber die Felder, für die sie tätig sind, sind andere. Und ich finde es dann schon auch interessant zu entdecken, wie Menschen dadurch geprägt werden, was sie arbeiten und mit wem sie arbeiten. Und ich glaube, dass das letztlich auch bei Pfarrern so ist, dass der Beruf auch den Menschen prägt. Und natürlich auch andersherum, dass der Mensch den Beruf prägt. Pfarrer, fangen wir vorne an. Warum Pfarrer und warum nicht Autohändler oder Bankkaufmann oder Lehrer? Ja, vielleicht war das eine Mischung von dem, dass ich immer interessiert war, auch an Glaube, an theologischen Fragen. Die haben mich im Religionsunterricht dann interessiert. Ich habe gerne mit dem Religionslehrer diskutiert. Und ich war auch immer in der Jugendarbeit und war in der Kirchengemeinde aktiv, in der Jungschar, Posaunenchor, Jugendchor und so weiter.
Und das hat mich schon so bewegt, dass ich dachte, das könnte auch etwas für mich sein. Mhm. Wobei ich mir im Theologiestudium und als ich mich dafür entschieden hatte, nicht vorstellen konnte, was es bedeutet, Pfarrer zu sein. Mhm. Was waren dann die Herausforderungen? Vielleicht auch welche, wo Sie am liebsten den Hut an den Nagel gehängt hätten? Gut, als ich gestartet habe, jetzt nach Ausbildungsvikariat, das war in einer großen Gemeinde. Ich erinnere mich, als ich als Pfarrvikar kam, da waren gleich 5 Beerdigungen innerhalb von 2 Wochen. Und mein Kollege, der meinte dann, ja, das geht jetzt nicht so weiter, aber das hat mir in dieser Situation jetzt nicht geholfen. Und das waren durchaus auch anspruchsvolle Beerdigungen mit einem Verkehrsunfall, mit einem jungen Mädchen. Und das hat mich schon herausgefordert und auch dann ja, zu einer Auseinandersetzung mit dem, wofür bin ich da und was ist mein Beitrag dann in diesem Beruf. Sie sind also Christ gewesen, ziemlich von Anfang an, und dann Profi-Christ als Pfarrer, als Theologe. Können Sie uns sowas wie ein kurzes Glaubensbekenntnis von sich kundtun? Also was bedeutet Ihnen persönlich der Glaube heute, auch in der Verantwortung und im Umgang mit Mitmenschen? Und für Sie persönlich, was ist der Glaube? Kurzes Glaubensbekenntnis. Ihr persönliches? Ich glaube, dass Jesus für mich ist. Das ist schön. Und haben Sie den Eindruck, dass Jesus auch in der Diakonie vorkommt? Manchmal ist Diakonie, wird sehr kritisch beäugt und so. Hat Jesus da einen Platz? Was sagen Sie als Pfarrer dazu? Also Jesus kommt schon allein deshalb vor, weil er als Auferstandener überall da ist und dadurch, dass wir anderen helfen, durch uns wirkt und in Menschen lebt. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie kommt er auf, ich sage jetzt mal, ausgesprochene Art und Weise vor, dass wir Gottesdienst feiern, Andachten halten, dann ist das natürlich auch der Fall. Aber das Überwiegende ist natürlich in der Tat im Helfen, im Dasein für andere, in der Unterstützung. Sie sehen, mir wird es ganz heiß, wenn ich mit meinem Chef hier spreche, im Fernsehgottesdienst zum ersten Mal. Sie sind seit einigen vielen Monaten jetzt, fast 2 Jahren, bei den Zieglerschen im Amt. Würden Sie es heute nochmal machen, diesen Schritt? Ich würde ihn nochmal machen. Mir war klar, dass das ein Abenteuer ist und dass es Herausforderungen sind, mich auf ein völlig neues Feld einzustellen, auch auf eine Leitungsaufgabe in dieser Größe, wie ich sie noch nicht hatte. Und in diesen Feldern der Zieglerschen dann auch langsam Sachkenntnis zu erwerben, hineinzufinden, die vielen Mitarbeitenden ja, kennenzulernen, Vertrauen zu gewinnen. Und das merke ich, dass das langsam geht, nach und nach. Und deshalb würde ich auch jetzt noch nicht sagen, dass ich in allem drin bin. Das ist so ein weites Feld, dass ich sage, da gibt es immer noch was zu lernen und zu entdecken. Hand aufs Herz, gibt es manchmal schlaflose Nächte für Sie aufgrund von Herausforderungen, wo Sie denken, um Himmels Willen, wie soll das gehen? Gibt es sowas bei den Zieglerschen gerade? Das gibt es durchaus. Ich bin aber dankbar, dass ich zum Einstieg eine Phase hatte, wo zum einen wirtschaftlich das alles ganz gut miteinander gestaltet werden konnte, dass wir keinen Druck hatten, wo etwas schwierig wurde. Und vor solchen Situationen, da habe ich schon Respekt. Dann in Verantwortung für die Menschen, für die wir da sein wollen und für die Mitarbeitenden, Entscheidungen zu treffen, die nicht einfach gut sein können, weil sie mit Druck zu tun haben und mit Schwierigkeiten. Wir haben viele Beter in unserer Fernsehgemeinde hier. Wofür würden Sie sagen, sollen die am meisten beten gerade? Gibt es 2, 3 Gebetsanliegen konkret? Das erste wäre, dass wir in der täglichen Arbeit mit Menschen diese Liebe, die Jesus uns schenkt und die wir weitergeben können, dann auch umsetzen können, dass das ankommt. Denn das sind ja oft in der täglichen Arbeit sehr herausfordernde Situationen. Wenn es Gewalt gibt, wenn es Erfahrungen gibt mit Menschen mit Behinderung, die an ihre Grenzen kommen und dann auch Mitarbeitende an ihre Grenzen bringen. Und hier Mitarbeitende im Gebet zu begleiten, dass sie
diese Gelassenheit haben und die Liebe, mit der Jesus uns beschenkt. Mhm. Noch eine Herausforderung? Die andere Herausforderung ist, wir suchen Mitarbeitende. Und das ist wirklich eine große Herausforderung zurzeit, weil es ja insgesamt einen Fachkräftemangel gibt. Und den gibt es auch in der Diakonie und bei uns dann in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern. Man hört sehr viel von den Fachkräftemangel in der Altenhilfe, in der Altenpflege. Das ist auch bei uns so. Wir können an ganz vielen Standorten auch Mitarbeitende brauchen. Mhm. Und es ist aber auch so bei den Sonderpädagogen, dass wir zunehmend merken, dass auch hier Bedarf da ist. Das Gleiche bei den Heilerziehungspflegern und auch bei den Ärzten in der Suchthilfe. Mhm. Man merkt im ganzen Spektrum, dass da Menschen gebraucht werden, die zum einen fachlich gut ausgebildet sind, die sich einbringen wollen und die dann auch dieses mitbringen, dass sie in der Diakonie arbeiten wollen, im Auftrag Jesu, anderen Menschen zu helfen. Diakonie, das spürt man Ihnen ab, erfüllt mit Leben, ein schöner Claim auch von den Zieglerschen. Was wünschen Sie dieser Diakonie, diesen Zieglerschen, wo Sie ja jetzt das Sagen haben und vermutlich immer mehr reinwachsen und sich damit identifizieren? Ja, wenn man den Claim aufgreift, erfüllt mit Leben, ich finde das wirklich klasse, den Claim, dass da vom Leben die Rede ist, wo wir in den Hilfefeldern und die Menschen ja Leben an Grenzen und an Grenzerfahrungen spüren. Mhm. Und zu wissen, auch hier ist Leben und ist das ganze Leben. Und auch hier ist Gott mit dabei in diesen Grenzerfahrungen. Mhm. Und das wünsche ich mir für die Menschen, für die wir da sind, dass sie spüren und merken, auch ich mit meinen Begrenzungen, mit denen ich zu kämpfen habe, bin voll und ganz im Leben, erfüllt mit Leben. Und das immer wieder rüberzubringen, immer wieder auch Menschen zu ermutigen und Mitarbeitende mit auf den Weg zu nehmen, das sehe ich als sehr schöne Aufgabe. Dazu wünschen wir Ihnen Gottes Segen. Ich freue mich, wenn wir uns jetzt regelmäßig hier sehen und Sie regelmäßig berichten aus den Zieglerschen. Sie sind ja Familienvater, Sie sind Pfarrer, Sie sind Vorstand, Sie sind Musiker auch noch. Wir hören nachher noch ein Lied, welches Sie komponiert haben. Wo können Sie denn mal auftanken und abschalten, wenn die Luft ausgeht? Auftanken und abschalten. Ich fahre ganz gern Rad oder gehe auch E-Bike wahrscheinlich. Laufen. Bisher noch nicht. Aber deshalb geht ja auch die Luft aus. Mountainbike, wenn es geht. Und da kriege ich dann schon den Kopf frei und merke, das tut mir gut. Und muss mich aber immer wieder auch am Riemen reißen, es auch zu machen und es nicht schleifen zu lassen. Passen Sie auf sich auf. Immer schön mit Helm fahren. Wir brauchen Sie noch. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre reichhaltige, vielfältige, wertvolle Aufgabe und freuen uns, dass Sie jetzt noch bei uns bleiben, denn Sie werden auch die Predigt heute halten. Ich freue mich sehr drauf. Herzlichen Dank, Gottfried Heinzmann. Wenn Sie Fragen haben zu den Zieglerschen, schreiben Sie uns oder schauen Sie rein bei zieglersche.de. Freuen Sie sich jetzt auf das nächste Lied und dann auf die Predigt mit Gottfried Heinzmann.
Und wo sind Sie zu Hause? Wo ist Ihre Heimat? Vielleicht kennen Sie das. Da ist man unterwegs und es ergibt sich ein Gespräch mit Menschen, denen man nie zuvor begegnet ist. Oft kommt es dann auch zu dieser Frage: Wo sind Sie zu Hause? Wo ist Ihre Heimat? Was würden Sie da antworten? Zunächst einmal kann man natürlich sagen, wo man aktuell wohnt, vielleicht auch, wo man aufgewachsen ist. Doch wenn man länger darüber nachdenkt, ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Wo ist meine Heimat? Und was macht Heimat überhaupt aus? Beim Nachdenken merke ich, Heimat hat vielleicht gar nicht so sehr mit Orten, mit Häusern oder Wohnungen zu tun. Heimat, das sind Menschen, mit denen ich verbunden bin. Menschen, die mir etwas bedeuten. Menschen, die mir das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Der Philosoph Karl Jaspers hat formuliert: Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. Ja, das braucht es, um zu Hause zu sein, jemand, der mich versteht. In der Bibel gibt es einen Psalm, in dem ich sehr viel von dieser Art Heimat wiederfinde. Ich lese aus Psalm 84. Wie lieb sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth. Eine schöne Beschreibung von Heimat. Ein Haus finden bei Gott, wie ein Vogel ein Nest. Zu Hause sein bei ihm. Ich entdecke in diesem Psalm manches, was ich als Sehnsucht in mir trage. Die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht danach, aufgehoben zu sein und die Sehnsucht danach, verstanden zu werden und zu verstehen. Bei Gott zu Hause sein. Dazu können Orte helfen. Im Psalm ist vom Tempel die Rede. Es können aber auch Orte wie diese Kapelle auf dem Höchsten sein. Doch bei Gott zu Hause sein, das ist unabhängig vom Ort. Besonders eindrücklich war mir das in einem Gottesdienst, den wir in der Haslachmühle gefeiert haben. In der Haslachmühle leben Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Hörsprachbehinderung und einer geistigen Behinderung. Wir haben dort Abschiedsgottesdienst gefeiert, weil Menschen umgezogen sind. Teilweise haben sie viele Jahre dort gewohnt und die Haslachmühle war ihnen zur Heimat geworden. Und jetzt haben sie es gewagt, aufzubrechen an einen neuen Ort. Die Hoffnung, aber auch die Angst war beim Abschiednehmen zu spüren. Die Sehnsucht danach, am neuen Ort auf Menschen zu treffen, die Gebärden verstehen und von denen man verstanden wird. Die Sehnsucht danach, am neuen Ort Heimat zu finden. Um deutlich zu machen, dass Gott mitgeht und dabei ist, haben wir denen, die ausgezogen sind, Gottes Segen zugesprochen und ihnen ein kleines Holzkreuz mitgegeben. Der Segen war in ganz einfachen Worten gehalten. Jesus hat dich lieb. Er ist bei dir. Heute und morgen. Hier und an jedem Ort. Jesus segne dich. Dieser Abschiedsgottesdienst zum Umzug hat nicht nur den Bewohnern der Haslachmühle gut getan, sondern auch mir. Mir hat dieser Gottesdienst gezeigt, wie wichtig es ist, eine Heimat bei Gott zu haben. Eine Heimat, die unabhängig ist vom Wohnort. Dass ich überall wissen und spüren kann, Gott versteht mich und von ihm werde ich verstanden. Und mir hat dieser Gottesdienst auch gezeigt, dass es letztlich gar nicht so sehr auf viele Gedanken und abstrakte Gedankengebäude ankommt, sondern auf mein Vertrauen. Mein Vertrauen auf das, was Gott verspricht. Ich habe dich lieb. Ich bin bei dir.
heute und morgen, hier und an jedem Ort. Wo ist meine Heimat? Wo ist Ihre Heimat? Haben Sie eine Antwort auf diese Frage? Unsere Heimat aber ist im Himmel, schreibt der Apostel Paulus im Philipperbrief. Und Jesus verspricht seinen Jüngern in Johannes 14: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch einen Platz vorzubereiten. Ich frage mich, könnte ich persönlich das so einfach nachsprechen und auf mich beziehen? Meine Heimat ist im Himmel? Das ist doch irgendwie andersherum gedacht, als ich sonst denke. Ich denke Heimat von der Vergangenheit her, da wo ich aufgewachsen bin, da wo ich herkomme. Paulus denkt Heimat von der Zukunft her, da wo ich einmal sein werde und dort wo ich hin will. Wenn ich Heimat von der Zukunft her denke, ist das eine schöne und ermutigende Perspektive. Dann hat meine Sehnsucht nach Heimat und nach Geborgenheit eine Zukunft, ein Ziel. Ich werde bei Gott sein. Er wartet auf mich. Meine Heimat ist im Himmel. Ich erinnere mich an das Abschiednehmen von einem guten Bekannten. Weil ich weggezogen war vom Heimatort, hatte ich ihn lange Zeit nicht mehr gesehen. Und ich hörte, dass er unheilbar an Krebs erkrankt war. Kurz danach war ich zu einem Besuch in der alten Heimat und habe erfahren, dass er im Sterben liegt. Ich wollte ihn sehen. Doch mir war auch ein wenig mulmig zumute. Wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen. Und nun ein solches Wiedersehen, kurz vor dem Sterben? Er hat mir meine Unsicherheit schon bei der Begrüßung genommen. Er hat mich freundlich und herzlich aus seinem Krankenbett empfangen. Und nachdem er kurz von seiner Krankheit erzählt hatte, sagte er: Weißt du, ich freue mich auf den Himmel. Ich weiß, dass der Weg noch schwer werden wird und das Abschiednehmen tut weh. Aber ich fühle mich von Gott getragen. Und ich weiß, dass das stimmt, was Paulus im Römerbrief schreibt, dass mich nichts von der Liebe trennen kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So war es dann auch, wie er beschrieben hat. Das Abschiednehmen war schwer. Und doch waren alle getragen von dieser Hoffnung. Unsere Heimat ist im Himmel. Das wünsche ich Ihnen und mir, dass wir Heimat in diesem umfassenden Sinn erleben. Wenn wir bei Heimat an unsere Vergangenheit denken, da wo wir herkommen, dann sollen wir wissen, mein Leben, so wie es geworden ist, ist bei Gott aufgehoben. Er trägt mich. Und wenn wir bei Heimat an die Gegenwart denken und an unsere Sehnsucht danach verstanden zu werden, dann sollen wir wissen, ich kann jederzeit und mit allem zu Gott kommen. Er versteht mich. Und wenn wir bei Heimat an die Zukunft denken und an das Ziel, auf das wir zuleben, dann sollen wir wissen, ich werde einmal bei Gott in der Ewigkeit zu Hause sein. Jesus hat einen Platz für mich vorbereitet. Er wartet auf mich. Amen. Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das Ziel. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel. Wenn wir uns leise fragen, was wohl bestehen bleibt, aus Gottes Sicht zu denken wagen, wird nichtig, was uns heute treibt. Ja, Gott kommt uns entgegen, schon jetzt auf unseren Wegen. Und
lädt uns zu sich ein. Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das Ziel. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel. Wenn wir in dunklen Stunden nur mühsam vorwärts gehen, wenn Angst und Zweifel uns verwunden und wir die Wege nicht verstehen, steht Jesus uns zur Seite, gibt Hoffnung, Trost und Weite, will Wegbegleiter sein. Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das Ziel. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel. Wenn wir gemeinsam gehen in Gottes neue Welt, lässt Gottes Geist uns Menschen sehen, die er uns an die Seite stellt. Gott will durch unser Leben den Segen weitergeben an alle groß und klein. Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir das Ziel. Unterwegs schenkt Gott heute schon so viel. Wenn wir nach langer Reise ans Ziel gekommen sind, empfängt uns Gott auf seine Weise, umarmt als Vater jedes Kind. Gott trocknet alle Tränen und stillt all unser Sehnen. Wie herrlich wird das sein? Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott sehen wir. Sie vertrauen uns viel an, wenn Sie offen und ehrlich von Ihren Problemen und Herausforderungen erzählen, gerade auch bei Hausbesuchen, wenn ich zu Ihnen unterwegs bin. Und ich nehme diese Anliegen gerne mit und wir beten in unserem SDH-Team dafür. Danke für Ihr Vertrauen. Kommen Sie doch aber auch mit in unser Gebetsteam und beten Sie für andere. Können wir eine große Lawine auslösen und andere werden es spüren, dass wir für sie beten. Und Gott hört Gebet. Deshalb lassen Sie uns füreinander und miteinander beten. Heiliger Gott, du hast in diesem Gottesdienst gehört, was in der Diakonie ansteht, was die großen Probleme und Herausforderungen sind. Und wir beten für die Diakonie, auch für die Zieglerschen, für alle Hilfsbereiche, wo man Gutes tun möchte. Wir beten für die Mitarbeitenden, dass sie genügend Kraft finden und immer wieder Lust und Freude, anderen zu helfen. Sei du die Kraftquelle. Guter Gott, wir alle suchen Heimat, sind manchmal heimatlos, hoffnungslos, ohne Zuversicht. Wir sehnen uns nach Geborgenheit, nach Ruhe. Du, Herr Jesus Christus, sagst, du gehst zum Vater, bereitest für uns Wohnungen vor, eine Stätte, wo wir Geborgenheit finden. Das tut gut zu wissen. Bei dir sind wir zu Hause. Bei dir finden wir Heimat, Geborgenheit. Hol uns zurück zu dir. Tu uns Gutes. Nimm uns auf in deiner Heimat. Danke.
Danke dafür. Gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so gehen sie auf ihrem Weg als die von Gott Gesegneten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Schluss des Gottesdienstes haben wir noch folgende Informationen für Sie. Sie haben heute viel über die Zyklischen gehört. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, schreiben Sie uns. Wir haben viel Material für Sie vorbereitet, das wir Ihnen gerne zuschicken, auch zu den einzelnen Hilfefeldern der Zyklischen. Musik des Gottesdienstes und wunderbare Texte gibt es auf dieser SDH-Editions-CD Gott ist gegenwärtig. Sie erhalten diese bei uns im Onlineshop oder überall im Handel. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam uns auf den Weg machen ins Heilige Land. Kommen Sie mit auf unsere Israel-Reise im Februar, März 2019. Informationen bekommen Sie im Zuschauerbüro. Wöchentlich ist einiges los auf Facebook. Schauen Sie rein, dort erfahren Sie Neuigkeiten über die nächsten Gottesdienste und immer wieder auch aus unserer Arbeit. Danke, wenn Sie uns finanziell unterstützen. Wir können diese Arbeit nur tun, wenn Sie uns wohlwollend gesonnen sind und mit Ihren Spenden immer wieder Gutes tun. Jeder Cent zählt und ermutigt uns und hilft. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin bleiben Sie behütet. Gott sei Ihnen auf der Spur und vor Ihnen her. Bahne Ihnen einen guten Weg. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.